Hallo und willkommen zum letzten Video in diesem Kapitel 4 zu Client-Server-Systemen und ihren möglichen Verbesserungen. Ich möchte hier noch ein paar kleine Fallbeispiele anschließen, insbesondere Memcached und noch zwei, drei kleine andere, als Vertiefung und praktisches Komplement zur Diskussion von Consistent Hashing aus dem vorherigen Video. Memcached ist ein Daemon, der dafür gedacht ist, prinzipiell beliebige Key-Value-Paare aufzunehmen. Er kommt aber aus der Beschleunigung von Webservern, um Datenbank-Disk-Zugriffe zu cachen und damit das System zu beschleunigen. Es ist ein verteilter, auf Consistent Hashing aufsetzender, verteilter Cache im Arbeitsspeicher liegen, kein Plattencache, im Arbeitsspeicher liegender Cache. Die Klienten für diesen Memcached sind in der typischen Benutzung Webserver, aber wie gesagt, Sie können im Prinzip da alles reinstecken, was Sie möchten. Clients sind hier für dieses Memcached in der üblichen Benutzung die Webserver, die hier ihre Rolle wechseln und zum Client eines anderen Systems werden. Die Server des Memcached-Systems sind die Daemons, die den verteilten im Arbeitsspeicher der einzelnen Geräte liegenden Cache tatsächlich realisieren. Was müssen Sie als Client herausfinden? Naja, Sie müssen wissen, wo diese einzelnen Server tatsächlich existieren. Sie brauchen eine IP-Adresse, eine Portnummer dafür, das ist klar. Und Sie brauchen von diesen Servern die jeweiligen GUIDs, die sich diese Server ausgedacht haben, um dann Ihre Keys entsprechend einsortieren zu können. Die große Stärke ist, dass Memcached sehr gut und schmerzfrei damit umgehen kann, dass Sie Server hinzufügen oder entfernen. Es ist aber ein Cache, also denken Sie nicht, dass die Daten, die darin liegen, irgendwie mehrfach abgespeichert oder sonst was werden. Nein, Daten werden beim Ausfall des entsprechenden Teilservers verschwunden sein. Das ist für einen Cache auch völlig okay. Er muss ja kein Persistenzversprechen abgeben. Was aber funktioniert, ist, dass die Verantwortung für den entsprechenden GUID-Raum unter den verbleibenden Servern neu aufgeteilt wird und gegebenenfalls auch korrekte Devalidierungen der einzelnen Einträge passieren. Was gibt es sonst noch zu sagen? Es ist sehr leicht skalierend. Es ist wirklich einfach, einen weiteren Knoten hinzuzufügen. Der Konfigurationsaufwand ist minimal. Das ist eine sehr kompakte, sehr kleine Umgebung. Sie können heterogene Knoten hinzufügen, die vielleicht langsamer sind oder insbesondere bei denen Sie unterschiedliche Speicherplatzmengen zur Verfügung stellen wollen. Das müssen Sie in Ihrem Consistent Hashing sinnvollerweise etwas berücksichtigen, ist aber auch nicht besonders kompliziert. Es gibt kleine Bindings für viele Programmiersprachen. Das GitHub Repository hat dazu schöne Beispiele. Es ist im Prinzip alles da, was Sie sich typischerweise wünschen würden. Es gibt das lustige, schöne Beispiel, dass Sie direkt mit Telnet mit einem solchen Server reden können und Gets und Puts direkt in den Cache und aus dem Cache machen können. Nett, das 5 Zeilen direkt eingetippt, sehr, sehr nett. Das Ganze ist Cross-Plattform, praktisch im Betrieb, werden Sie es für Linux brauchen. Und man merkt, dass es von Praktikern kommt. Es hat sowas wie ein sogenanntes Multi-Fetch, sodass Sie direkt mehrere Keys anfragen können und mehrere Antworten auf einmal bekommen, eben wieder um Roundtrip-Zeiten zu sparen. Das ist ja eines der wesentlichen Argumente hier. Roundtrip-Zeiten sind aufwendig und teuer. Was gibt es noch dazu zu sagen? Es ist BSD-lizenziert, sodass Sie es auch in kommerziellen Projekten einfach benutzen können. Wann immer Sie über Caching in irgendeinem Sinne, solchen einfachen Key-Value-Sinne nachdenken, sollten Sie zumindest mal einen Blick auf Memcached werfen. Hier sind noch ein paar Artikel dazu, zugegebenermaßen nicht mehr furchtbar neu, aber immerhin vorhanden. Es ist aber auch nicht das einzige System. Wir schauen uns später noch in anderen Diskussionskontexten etwas aufwendiger strukturierte Systeme an. Aber für einfache, direkte Key-Value-Caches ist das auf jeden Fall einen Blick wert. Ich würde Ihnen auch sehr ans Herz legen, probieren Sie es aus, installieren Sie das, nehmen Sie sich drei virtuelle Maschinen unter Linux installiert, installieren Sie jeweils einen Memcached, fügen Sie Maschinen hinzu, nehmen Sie es auch raus, schauen Sie sich an, was passiert, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, was da tatsächlich passiert.
Es ist immer wieder erstaunlich, wie sehr praktisches Tun hier Vertrautheit schafft im Vergleich zu einfach nur Webseiten lesen, GitHub-Beschreibungen lesen oder Videos anschauen. Tun Sie es selbst. Es ist wie Fahrradfahren. Nicht Fahrradfahren lernen Sie auch nicht, wenn Sie ein Video zuhören. Gut, noch ein paar kleinere Beispiele hier zum Schluss. Wir hatten noch über allgemeine Proxys geredet. Squid hatte ich schon erwähnt, typischer Webproxy. Das wäre so ein Ding, das Sie dann irgendwo hier an den Uni-Eingang setzen könnten. Natürlich an den Netzwerk-Uni-Eingang setzen könnten, um dort Webverkehr abzufangen und abzupuffern. Apache Traffic Server macht ähnliche Dinge. Ja, wir haben uns noch überhaupt nicht hier über Konsistenz unterhalten. Warum mussten wir das nicht? Weil wir gesagt haben, der Eintrag in einem Memcached, zum Beispiel Server, ist auf genau einem Server. Es wird nicht redundant abgelegt in diesem Sinne hier, sodass dieses Problem sich gar noch nicht gestellt hat. Redis ist ein System, über das wir uns später unterhalten, wenn es dann um redundante Speicherung und damit über Konsistenz geht. Irgendwann schaffe ich es auch, dass die Links hier korrekt angezeigt werden. Sehr schön. Damit sind wir am Ende dieses Kapitels. Ich möchte das noch kurz zusammenfassen. Obwohl wir uns in folgenden Kapiteln über Alternativen zu Client-Server unterhalten. Client-Server-Systeme sind nach wie vor das Arbeitspferd, die Arbeitsarchitektur für den überwiegenden Teil der verteilten Systeme. Es gibt immer mal noch Teilkomponenten, wo Sie es anders bauen, aber Sie müssen Client-Server-Systeme im praktischen Betrieb einsetzen und beherrschen können. Sie müssen sich Gedanken machen können über Durchsatzfragen und Latenzfragen, wenn es an das konkrete Deployment, an das Ausbringen eines Client-Server-Systems, nicht so sehr an die Entwicklung geht, dann müssen Sie darüber nachdenken. Sie müssen sich Gedanken bei der Entwicklung schon darüber machen, wie Sie Zustand behandeln, welchen Zustand Sie in den Klienten, welchen Sie in den Server legen, welcher Zustand sinnvollerweise gecached werden kann, weil er neu erzeugt werden kann, welcher Zustand in einer Datenbank gehört, weil er persistiert werden muss und über Ausfälle hinweg erhalten bleiben muss, welchen Zustand Sie zwischen mehreren redundant laufenden, den Durchsatz erhöhenden Servern sinnvoll teilen können, welcher irrelevant ist. Und wie das mit einem Scale-Out und Scale-In, hier steht Unsinn, Scale-Out und Scale-In, also mit dem Hinzufügen oder dem Entfernen von Komponenten zusammenhängt. Noch als praktischer Hinweis, es gibt furchtbar viele Bibliotheken, Mechanismen und so weiter fertig vorhanden. Memcached war ein Beispiel von vielen. Erfinden Sie das Rad nicht neu, Sie machen keine signifikanten Fortschritte in Ihrem Leben und für die Community, wenn Sie alles von Neuem bauen, benutzen Sie das, was es schon gibt. Stellen Sie sich auf die Schultern von Riesen und versuchen Sie nicht von unten die Pyramide neu zu bauen. In diesem Sinne, hier sind noch ein paar Referenzen, hier sind auch noch ein paar Akronyme, damit Sie das nachschlagen können, wenn es mal nötig sein sollte. In diesem Sinne sind wir mit diesem Kapitel am Ende. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und die Geduld in diesem etwas längeren Kapitel und wünsche viel Spaß mit den folgenden Videos. Danke fürs Zuhören.